Bevor das Video startet, möchte ich noch ein Versprechen einlösen. Und zwar hatte ich den Kollegen von das Baumhaus versprochen, sie in meinem nächsten Video zu grüßen. Das möchte ich hiermit auch tun. Halli, hallo, hallöle. Schaut bei denen mal vorbei. Den Kanal verlinke ich euch oben. Und jetzt viel Spaß beim Video. Kam mein Doppelkind euch. Wow. Hobbybuilding, Hobbybuilding. Hobbybuilding. Hallo, 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 hier bin ich, hallo. Ich habe keine Ahnung, was der heute wieder hier vorhat. Aber das kann doch, das wird doch einfach wieder nicht. Was ist denn das für ein Gefiebe? Ich fiebse doch nicht. Oh, was bist denn du? Ich bin Hobbybuilding. Ich bin quasi dein Können. Mein Können? Dafür bist du ganz schön groß. Sag mal, guckst du durch den Zoom oder was? Guck mal, wie klein ich bin überhaupt gar nicht vorhanden. Spinnst du oder was? Ich bin weg. Was war denn das? Was ist denn hier nur los? Also ich habe ja schon viele komische Sachen gesehen, ja. Vor allen Dingen die Sachen, die ich hier gebaut habe. Aber das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich brauche hier drinnen frische Luft.
Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, die Absauganlage, die ich habe mit dem Staubsauger und so weiter, das funktioniert grundsätzlich alles schon gut. Trotzdem lässt sich es nicht vermeiden, dass hier drinnen Staub durch die Luft fliegt, wenn hier gearbeitet wird, den man dann wieder einatmet. Ich setze jetzt nicht permanent und dauerhaft eine Atemschutzmaske auf, muss ich mich vielleicht auch dran gewöhnen, ich weiß es nicht. Ich möchte aber erstmal probieren, hier einen Luftreiniger selber zu bauen, weil ich mir keinen kaufen möchte, zumindest noch nicht. Mal gucken, wie das Ergebnis jetzt hier wird. Und darum soll es heute im Video gehen. Ich wünsche euch richtig viel Spaß. Ich habe jetzt hier mal die ganzen Sachen mit hergebracht, die ich noch weiter verwende. Das ist so ein PC-Lüfter im Endeffekt, ein Filtervlies, dann hier noch so ein Schutzgitter für den Lüfter und eben Kabelschuhe, die wir nachher noch brauchen. Was verwende ich jetzt hier genau für Lüfter? Die habe ich mir auf Amazon geholt. Das hat ein Stück 13,50 Euro gekostet. Das sind 230 Volt Lüfter. Hat irgendwas so bei 2800, 2900 Umdrehungen und schafft so knappe 160 Kubik, also Kubik Luft in der Stunde. Davon kommen insgesamt 4 Lüfter dran an den Luftreiniger oder Luftfilter. Und wenn ihr euch jetzt mal überlegt, dass ich hier einen Raum von ca. 42 Kubikmeter habe, sollte es der Luftreiniger oder Luftfilter eigentlich schaffen, den Raum hier oder die Luftmassen 15 Mal pro Stunde, ich sag mal, umzuwälzen und zu reinigen. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Logik. Was verwende ich für ein Filtermaterial? Das ist ein Vlies. Das ist so circa, naja, so circa einen Zentimeter stark. Ist ein G4 Vlies, so wie ich das jetzt damals bestellt hatte. Das ist schon eine ganze Weile her. G4 wird eben auch bei Lüftungsanlagen und so weiter verwendet. Und ich bin einfach mal gespannt, ob das hier tatsächlich funktioniert. Alternativ kann ich mir noch ein anderes Vlies bestellen. Das hat jetzt hier, ich glaube, knappe 20 Euro gekostet. Das sind 2 Quadratmeter, also einmal 2 Meter gewesen. Das heißt, ich kann mir hier genügend Ersatz noch zurechtschneiden. Wenn das nicht funktioniert und das noch zu grob ist, hätte ich die Möglichkeit, das im Prinzip doppelt zu legen. Das sollte funktionieren oder mir eben noch grundsätzlich ein anderes Vlies zu besorgen. Okay, alles klar. Jetzt hole ich den ganzen Kladderadatsch mal noch dazu und dann fangen wir an, hier das Ganze zusammenzubauen. Mist, jetzt habe ich die M4-Schrauben vergessen. Ach, so eine Scheiße. Nur ganz grob, damit ihr euch das quasi jetzt vorstellen könnt. Das kommt hier dran. Von hier vorne kommt dann der Filtereinsatz drauf. Und das ist dann hier das Dach. So, warum habe ich das jetzt aber so gemacht, dass das hier von hier hinten im Endeffekt von 13 cm auf 30 cm aufbaut? Hat einfach was damit zu tun, dass ich die Filterfläche vergrößern wollte. Meine grundsätzlichen Gedanken zu so einem Luftreiniger, Luftfilter war, der muss kompakt sein, der darf hier nicht im Weg stehen. Ich muss den irgendwie an die Wand zur Not auch noch anbringen können, muss auf den Boden stellen können. Dann hatte ich angefangen, das ganze Teil zu bauen und im Endeffekt war das so groß wie das hier, also eben hier knappe 13 cm mal 20 cm und demzufolge hatte ich aber auch nur so eine kleine Filterfläche. Ich glaube, selbst wenn die Lüfter hier ordentlich Dampf haben, ist das ein bisschen blöde, wenn die Filterfläche so klein ist. Deswegen einfach das Ganze nochmal im Prinzip neu überdacht, die Filterfläche etwas größer gemacht. Ich hoffe, die ist dann auch so ausreichend, aber hey, Versuch macht klug. Als erstes bringen wir jetzt mal die Hinterseite, die Rückseite an. Das Ganze klebe ich erstmal auf. Wenn der Kleber dann soweit ausgehärtet ist oder ausgetrocknet ist, mache ich auch nochmal Schrauben oder jage ich auch nochmal Schrauben rein. Ich hätte jetzt ja auch hier mit Dübeln arbeiten können im Vorfeld. Ich wollte es aber einfach nicht. So muss es ja auch funktionieren. Kleber drauf. Wenn der fest ist, Schrauben rein. Vielleicht würde sogar der Kleber alleine reichen. Wie auch immer. Passt. Zum Markieren habe ich diesmal keinen Bleistift verwendet, sondern ein Cuttermesser. Weil mit dem Bleistift, selbst wenn der schön gespitzt ist, der nuddelt sich ja so schnell auf dieser rauen Oberfläche ab. Deswegen ist das eigentlich mit diesem Cuttermesser besser. Das Einzige, was nicht besser ist, ist, dass es später wirklich schwierig ist, diese feinen Striche wieder zu finden, die ihr gezogen habt. Das ist eigentlich auch nicht für mich so eine Fitzelarbeit, aber es nützt ja nichts. So, das hier Bild lassen wir erstmal ein bisschen trocknen. Ich gehe mal einen Kaffee trinken und danach machen wir weiter. Eigentlich könnte ich noch einen Hotdog essen. Gut, Kaffeepause ist rum. Oder schon ein bisschen mehr als Kaffeepause. Für euch war es jetzt ein kurzer Schnitt. Hier liegt jetzt mittlerweile eine Nacht dazwischen. Aber auch nicht weiter schlimm. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen was vorbereitet.
Die Leiste hier unten ist jetzt fest. Und ihr seht, hier sind schon die Ventilatoren eingebaut. Auf der Rückseite, ich kann es euch mal kurz zeigen, auf der Rückseite sind auch schon die Gitter angebracht, dass man da nicht reinfassen kann. Kostet einer irgendwie 3,45 Euro auf Amazon. Geht also auch. Und wie machen wir jetzt hier weiter? Die Schrauben hier sind erstmal nur provisorisch eingebracht, weil ich die noch nicht, also ich muss die teilweise nochmal rausziehen, um dann später das Kabel durchzuführen. Dann wird das sauber eben da durchgeführt, ja. Und das wellert dann nicht so rum. Und auch noch ein Tipp, bevor jetzt ihr alles wirklich fest verschraubt, guckt, wie rum die Ventilatoren angebracht werden müssen. Ich hatte die nämlich anfangs falsch rum drauf, weil ich habe einfach nicht drauf geachtet, ja. Und da steht aber auf der Seite wirklich drauf, wie rotiert der Lüfter und in welche Richtung wird strömt die Luft. Den Deckel habe ich absichtlicherweise noch nicht aufgebracht aufs Gehäuse, damit ihr einfach besser seht, was ich hier rumwerkele. Als nächstes mache ich wirklich weiter mit der Verkabelung. Ich habe hier ein Reststück von einem NYM 3x1,5 verwendet, habe die Ummantelung abgemacht, um an die einzelnen Adern zu kommen. Hier ist ja selber auch nochmal eine Ummantelung drumherum. Das Ganze isoliere ich dann entsprechend ab oder macht es mit einer Kneifzange, wie auch immer, wie ihr das gerne möchtet. Achtet darauf, dass ihr nicht zu weit abisoliert, weil ihr braucht hier nur so ein kleines Stückchen. Das ist aber von Kabelschuh zu Kabelschuh vermutlich unterschiedlich. Kenne ich mich jetzt nicht so besonders aus. Dann braucht ihr hier so eine Krimpzange. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Könnt ihr mal richtig zusammenpressen. Das waren gerade meine Finger. So, jetzt ist das Ganze hier quasi miteinander verbunden. Das kann auch nicht mehr abrutschen. Und jetzt können wir das hier sauber aufschieben. Schaut das Ganze jetzt aus, zack, und so noch von der anderen Seite, halten wir uns mal ein bisschen ins Bild, und jetzt kommt vorne das Filtervlies rein und dann sind wir quasi fast fertig. Also es lief ja eigentlich viel zu gut hier. Das heißt nicht, dass es reibungslos lief, aber für herkömmliche Projekte, die hier entstehen und durchgeführt werden, viel zu gut. Jetzt wollte ich gerade, weil ich mir dachte, jetzt bist du gleich fertig, wollte ich gerade die Rückwand, sag ich mal, vom Filtervlies einsetzen und habe festgestellt, ich hoffe, ich zerbreche es jetzt nicht. Und habe festgestellt, das, was ich hier vorne ja gemessen habe, quasi diesen Abstand, das passt ja gar nicht rein, weil das Teil ist ja schräg, also wird es ja nach hinten weniger. Seht ihr das hier oder ist das schon zu dünn geworden? Ich hatte das natürlich vorher alles schon getackert. Ich habe mir hier noch ein kleines Gitter, wie Hasenzaun oder irgendwas, so ein kleines Gitter reingetackert, damit das Filtervlies so ein bisschen Halt hat. Und habe dann die ganzen Tackernadeln wieder rausmachen müssen. Das hier irgendwie noch sägen müssen, das war eigentlich relativ beschissen, aber es geht gerade. Das muss ich also irgendwann mal noch neu machen. Und jetzt kann ich das quasi hier so reinsetzen. Muss aufpassen, dass ich es nicht zerbreche. Nee. Also da schaffe ich schnell immer, das halbwegs hier akkurat zurecht zu sägen. Und dann haut das nicht hin. Naja, okay. Wichtig ist, es schließt ringsrum ab. Jetzt haben wir das schon mal. Jetzt setzen wir noch das Filtervlies ein und hier gibt es zwei Seiten von dem Vlies. Also im Endeffekt einmal eine grobere Seite, also eine offenere Seite und eine dichtere Seite. Und wichtig ist, dass wenn die Luft so angesaugt wird, dass die offenere Seite nach außen zeigt, also quasi zu euch jetzt. Es gibt auch welche, die sind auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite blau. So sollte das ursprünglich eigentlich auch geliefert werden. Es ist nun so, wie es ist. Das versuchen wir jetzt mal drauf zu packen. Das ist natürlich zu groß geschnitten, oder? Ach Mensch. So, zack. Und jetzt kommt der andere Rahmen davor. Aber zumindest müsste der doch passen, oder was? Oder auch nicht. Unten passt's. Und oben muss ich noch ein Stückchen wegnehmen. Ach, so ein Mist. So, der äußere Rahmen passt jetzt. Ich habe hier noch ein bisschen was abgeschnitten, sodass das wirklich jetzt bündig überall, dass es eben passt.
Und habe mir in der Zwischenzeit auch noch solche Halter hier zurechtgesägt und zurechtgeschliffen. Die kann ich ja quasi so drehen, damit der äußere Rahmen im Endeffekt hält. Das Ganze nach hinten gedrückt wird, hinten dann wieder gegen diesen Gitterzaun. Und so hat das hier eine Stabilität. So, und beim Festziehen sind mir dann zwei von diesen Halterungen auseinander geplatzt quasi. Ich habe das Ganze dann mit einem Holzklein wieder zusammengefügt, deswegen, die haben jetzt hier in der Zwischenzeit getrocknet. Und während die trocknen, habe ich auch noch was anderes gemacht. Ich habe mir auch gleichzeitig noch eine Deckenhalterung gebaut, damit ich das Teil eben hier oben auch platzieren kann, wenn es auch im Betrieb ist. Also für mich war es ja wichtig, dass ich das Teil auf dem Boden platzieren kann, da wo ich es gerade brauche oder eben irgendwo an der Decke. Mitten in den Raum kann ich es nicht hängen, weil wenn das jetzt hier 30 cm runterkommt oder von der Decke abhängt, plus die Aufnahme oben, dann würde mir das irgendwo hier an der Stirn hängen und ich würde permanent dran stoßen. Das möchte ich nicht. Deswegen ist das hier an der Ecke ganz, ganz gut. Zusätzlich habe ich auch noch eine Halterung für das Kabel mit dran geschraubt und jetzt ist das Teil eigentlich einsatzbereit. Funktioniert. Und damit ihr mir auch glaubt, dass das Teil genügend Luft ansaugt, habe ich hier mal ein Ceva-Tuch. Das kann ich hier hinhalten und wird sofort angesaugt und sitzt auch wirklich relativ straff. Das bedeutet, es wird wirklich genügend Luft hier durchgepustet nach hinten raus. Ich habe, wie gesagt, entsprechend Abstand zur Wand gehalten, damit die Luft nach hinten da sauber entweichen kann. Klasse, finde ich geil. Ich habe jetzt insgesamt ca. 1,1 Quadratmeter Filterfläche, also der Ausschnitt, den ihr hier seht. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich viel ist, wirklich wenig ist. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Staubsauger hier, der hat irgendwas bei 6 oder 6,5 Quadratmeter Oberfläche oder Filteroberfläche, ist hier natürlich weitaus weniger. Ziel ist es ja aber eben auch, den Reststaub, der hier noch in der Luft ist, wegzusaugen. Der Großteil soll schon durch den Staubsauger mit weggepustet oder weggesaugt werden. So ein Teil lässt sich relativ schnell bauen. Ich habe insgesamt mehrere Tage dran gearbeitet, kann ich euch ja sagen. Bedeutet aber auch, dass ich jetzt hier nicht jeden Tag 8 Stunden dran gesessen habe, sondern teilweise auch mal nur eine Stunde oder anderthalb, so wie ich eben Zeit hatte. Wenn ihr da ein Wochenendprojekt draus macht oder ein Samstagsprojekt, soll es auf jeden Fall passen. So ein Ding lohnt sich auch wirklich gut, um seine Holzreste oder ja, den Verschnitt, den ihr da habt, noch zu verwerten, weil die Flächen jetzt nicht besonders groß sind, je nachdem, wie ihr das Teil dimensioniert. Das bedeutet, da bekommt ihr auch ordentlich was weg. Wie sich das Teil jetzt wirklich im Betrieb bewährt oder ausmacht, das muss ich wirklich einfach testen und sehen. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich darüber nochmal berichten werde und euch auch, ich sage mal fairerweise, sage, wenn es nicht gut funktioniert hat. Wir haben ja aber auch die Möglichkeit, dahinter noch eine weitere Filtermatte zu setzen oder auch ein anderes Filtervlies zu verwenden. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass ich mit einer Stichsäge nicht wirklich gut umgehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so gut rübergekommen ist auf dem Video, aber im Endeffekt, dieser Rahmen, dieser Ausschnitt in, der ist jetzt nicht akkurat, aber das ist halt eine Übungssache, okay. Kommt mit auf meine To-Do-Liste, üben, üben, üben. Falls ihr noch Fragen zu dem Luftfilter habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ich versuche euch das alles soweit zu beantworten. Generell freue ich mich natürlich über Kommentare, über Abos und auch über Daumen nach oben. Auch einen Daumen nach unten, wenn ihr das entsprechend begründet. Alles kein Problem. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüssikowski, euer Thomas von Hobbybuilding. Auf Wiedersehen. Hobbybuilding, Hobbybuilding. Hobbybuilding.